Hantelset und Hantelscheiben – Basis fürs Training. Das einzig wirklich notwendige Zubehör für deine Hantelbank ist ein Hantelset mit Hantelscheiben. Ohne wirst du in deinem Training nicht weit kommen, denn so gut Übungen mit deinem eigenen Körpergewicht auch sein mögen, irgendwann stößt du auf ein Plateau. Ganz zu schweigen von der Eintönigkeit. Ein Hantelset mit Gewichtsscheiben bildet die Basis, auf denen dein Hantelbanktraining fußt. Der große Vorteil an ihnen ist die Flexibilität. Mit deinem Hantelset kannst du alle Übungen ersetzen, die du auch mit Langhanteln ausführen könntest. Andersrum funktioniert das aber nicht. Weiterhin kannst du einseitige Übungen ausführen, wie beispielsweise das Kurzhantelrudern oder auch Konzentrationscurls. Insgesamt geben dir die Hanteln das meiste für dein Geld, meiner Meinung nach unverzichtbar. Was muss ich bei Hantelsets beachten? Bei einem Hantelset musst du auf eine gewisse Qualität achten, denn idealerweise keine bunten Plastikhanteln, die ein vorgeschriebenes Gewicht haben. Für ein effektives Training ist es unerlässlich, dass du bei deinen Hanteln selber Gewicht auf- oder abladen kannst. Das bedeutet, du benötigst eine leere Hantelstange mit Gewichtsscheiben. Diese Kombination bietet dir die nötige Flexibilität, um verschiedene Muskeln trainieren zu können. Für das Schultertraining benötigen wir beispielsweise weniger Gewicht als für das Brusttraining, da es ein kleinerer Muskel ist. Der Verschluss, mit dem du die Gewichte befestigst, sollte seine Aufgabe gewissenhaft erfüllen, denn fallen die Gewichte während einer Übung herunter, kann es zu Verletzungen und Beschädigungen am Boden kommen. Daher empfehle ich einen Sternenverschluss. Das Hantelset, welches ich empfehle, besitzt diesen Mechanismus. Damit die Hanteln sicher in der Hand liegen, sollten sie einen geriffelten Griff haben, der dir optimalen Griff bietet. Auch dieses Kriterium erfüllen die von mir empfohlenen Hantelsets. Achte darauf, dass du Gewichtsscheiben auf die Hantel laden kannst. Wie viel Kilo benötige ich für mein Hantelset? Wie viel Kilo du für deine Hantel benötigst, richtet sich ganz nach deinem Kraftniveau. Bist du schon ein erfahrener Athlet? Dann darf es gerne etwas mehr sein, wohingegen der Anfänger schon mit 40 bis 60 Kilo in Hantelscheiben arbeiten kann. Du wirst aber gerade als Neuling schnell Kraft aufbauen, weshalb du vermutlich schon bald mehr Gewicht benötigst. Du solltest darauf achten, nicht allzu viele kleine Hantelscheiben, also 2,5 oder auch 5 Kilogramm zu kaufen, denn auf den Hantelstängen ist nur begrenzt Platz. Möchtest du einmal etwas mehr Gewicht aufladen, stößt du dann schnell an deine räumlichen Grenzen. Daher empfehle ich, dass du dir ein separates Hantelscheibenset mit 10 Kilogramm Scheiben kaufst, denn bei einem Hantelset selber sind meist nur 5 Kilogramm Scheiben dabei. Ich habe dir unten mein empfohlenes Hantelset mit extra Gewichtsscheiben verlinkt, mit welchem du gut versorgt sein solltest. Hantelsets kaufen. Solange das Hantelset eine hohe Qualität aufweist, griffig ist und selbst beladen werden kann, kannst du nicht viel falsch machen. Ich möchte an dieser Stelle nochmals vor vorgefestigten Plastikhanteln warnen. Diese erfüllen keins der oben genannten Kriterien. Falls du eine platzsparende All-in-One-Alternative suchst, gibt es ein Hantelset von Profi-Hantel, bei welchem du keine separaten Gewichtsscheiben benötigst. Hier klemmt man die Hantel in eine Halterung ein und gibt an, wie viel Gewicht man aufladen möchte. Das Hantelset belädt sich automatisch mit dem eingestellten Gewicht. Das ist genial und sehr komfortabel, aber hat auch einen stolzen Preis. Wer viel Wert auf Bequemlichkeit legt, kann hier zuschlagen. Alle anderen sind mit einem gewöhnlichen Set aus Hanteln und Gewichten aber bestens bedient.